Yo, das ist Mayadon, aka die Opposition. Und ich hab hier mal ein paar Gedanken zusammengetragen, die mir seit der Bundesdreckswahl durch den Kopf gehen. Verdammt! Jetzt kommt der schwarz-gelbe Dreck an die Macht. Und ich wette, dass diese Regierung nix besser macht. Nein, eher schlechter macht, was schon besser war. Wir müssen hier aufpassen, und zwar messerscharf. Denn sonst wird es nix mit dem Atomausstieg. Alles strahlt, weil die Lobby zigtausend Millionen kriegt. Es wird zurückgefahren, was gut und richtig war. Die ökologische Revolution steht auf der Kippe. Klar, ganz neoliberal muss man sich öffnen. Und die grüne Gentechnik verspricht Geschäfte. Die Interessen werden dort vertreten, wo das Geld sitzt. Scheiß drauf, ob danach alles vergiftet und vergällt ist. Der kleine Mann muss sehen, wo er bleiben kann. Die Elite wird gefördert, die anderen kriegen kaum eine Chance, weil man sich Bildung nicht mehr leisten kann. Vielleicht kommt doch alles anders, doch das hier ist meine Angst. Was jetzt wohl geschieht? Durch die unsoziale Politik. Ich seh brennende Autos und Krieg in den Straßen, weil ihr uns so schamlos betrügt. Ich frag mich, was jetzt wohl geschieht. Durch die unsoziale Politik. Ich seh brennende Autos und Krieg in den Straßen, weil ihr uns so schamlos betrügt. Mit dieser Regierung ist der Mindestlohn futsch. Und ich sehe schon, sie rütteln noch am Kündigungsschutz. Manager streichen jetzt weiter dicke Abfindung ein. Ist ihr Unternehmen pleite, wie kann das bitte sein? Und der Arbeiter wird arbeitslos und kriegt nix als den sozialen Abstieg. Was für ein Witz, und ach ja, ich vergaß. Für Unternehmen sinken die Steuern und das Geld holen sie sich wieder. Für uns wird alles teurer. Was jetzt wohl geschieht? Durch die unsoziale Politik. Ich seh brennende Autos und Krieg in den Straßen, weil ihr uns so schamlos betrügt. Ich frag mich, was jetzt wohl geschieht. Durch die unsoziale Politik. Ich seh brennende Autos und Krieg in den Straßen, weil ihr uns so schamlos betrügt. Also wenn man sich die Natur anschaut, dann sind die meisten Tiere da, die die Farben schwarz und gelb tragen, giftig. Gut, okay, für Rot gilt im Prinzip das Gleiche, aber ich glaube eher nicht in unseren Breitengraden. Grün dagegen deutet auf wirklich nichts Böses hin. Kann man sich ja mal Gedanken drüber machen.